Cold Card Leitfaden. Im 9. Teil lernst du, wie du mit dem Adress-Explorer von Cold Card umgehst. Oder auch anders gesagt, wie du deine Cold Card mit dem Adress-Explorer nutzen kannst, und zwar mit QR-Code und Export. Was ist dieser Adress-Explorer? Dies erlaubt dir, die Adressen deiner Wallets auf deinem Gerät zu sehen oder auch einfach einzusehen. Optional kannst du diese Liste als ein Text-File oder Textdatei auf deine MicroSD-Karte speichern. Dies inkludiert QR-Codes und das gibt dir wiederum die Fähigkeit, Bitcoin zu empfangen, ohne jemals die Information des Wallets zu exponieren oder einem Risiko auszusetzen im Zusammenhang mit irgendeinem internetverbundenen Gerät oder Computer. Jetzt gehst du auf Select Advanced, also fortgeschritten, immer bestätigen mit dem Häkchen unten rechts. Dann selektierst du Address Explorer und stell nochmal fest, dass auch tatsächlich deine MicroSD-Karte in deiner Cold Card steckt. Bestätigen. Und wenn du den Explorer nutzt, die erste Adresse jedes Derivationsformats wird hier zur Verfügung stehen für die Selektion. Sobald du diesen Adresstyp selektiert hast, kannst du dies auf deine Cold Card sehen, als diese Liste eben als ein Textfile, Textdatei speichern und die QR-Codes sehen. Bestätigen. Ein kurzer Warnhinweis, das ist etwas vielleicht ein bisschen zu technisch für die Bitcoin-Beginner. Der Abstandslimit dieser Tiefe der Adressen wird eben durch eine Wallet-Software gecheckt oder überprüft. Und wenn du jetzt nicht ein fortgeschrittener Nutzer bist, so wie die meisten es auch nicht sind, geh einfach nur sicher, dass du die generierten Adressen in dieser Reihenfolge auswählst, und zwar von Beginnen mit dem Index 0. Dann selektierst du die 4, um zu starten. Wie auf dem Display ersichtlich. Und dann siehst du schon das Adressformat, und der Adress Explorer ist dazu gedacht, eben in Tandem, ja, in Kooperation mit diesem Skeleton Watch Only Wallet. Das heißt, man kann es nur sehen. Ja. Und dann wählst du die erste Adresse aus, die in diesem Wallet gezeigt wird, die du exportiert hattest. Und das ist die Adresse mit dem Index 0. Gehst ganz hinunter, selektierst Adressformat. Dann bestätigst du das Ganze, wartest kurz und so kannst du, hier kannst du dann runter scrollen, um die Adresse zu sehen. Hier siehst du, das ist der sogenannte Display Output, also das heißt Derivationspfad, und das führt dich dann zur Adresse. Dann scrollst du weiter runter, to View Options. Also um die Optionen zu sehen, drückst auf 4, um die QR-Codes auch zu sehen. Das ist alles auf dem Display auch ersichtlich so. Und hier siehst du eben Adressindexnummer, die Adresse rechts, links eben der QR-Code und die Adressindexnummer. Dann scrollst du runter mit der 8, der Adressliste. Selektierst dann sozusagen zurück mit dem X. Selektierst 1, um diese Textdatei zu speichern.
Und die Adresstextdatei wurde jetzt gespeichert als .txt. Dann im Anschluss transferierst du eine MicroSD-Karte auf den Computer und öffnest die Textdatei. Das ist die Adressliste, das ist die Liste der ersten 250 Adressen für dein Wallet. Hier schauen wir uns die Details an, die Adressindexnummer, die Zahlungsadresse, Derivationspart am Ende, das gelb unterstrichen ist, und die Adressindexnummer, die ganz am Ende dieses Derivationspfades ist, nämlich die 0. coldcardwallet.com.